Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Lego Star Wars, die komplette Saga. Beim letzten Mal haben wir das erste Level gemacht, das welches Verhandlungen hieß, und haben auch Bekanntschaft mit, ich glaube das war C3PO oder so eine Art C3PO, haben wir beendet und ja, sind gleich auf dem Weg in das nächste Level. Erstmal habe ich hier noch eine kleine Information für euch, ich mal das mal eben. So, ich kann mir hier Charaktere kaufen. Ich habe 53.000, das wird sich gleich ändern, wenn ich ein neues Level mache. Hier kann ich mir zum Beispiel PK-Druide, Kampf-Druiden, Druidika und alles mögliche kaufen. Nun kommt ihr, nun zu euch. Ich habe mir gedacht, das mache ich nicht, sondern ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, welche Charaktere ich mir kaufen soll. Ich schreibe es dann immer in die Videobeschreibung, was zu, welche Auswahl ihr habt. Und ich werde mir dann die aussuchen, die ich mir dann kaufe. Und wenn ihr zum Beispiel schreibt, ich soll mir jetzt, wenn ihr jetzt schreibt, na Moment, hallo, ich will da wieder hin. So, wenn ihr jetzt sagt, ich möchte Geld, ich soll mir einen Kampfdruiden kaufen, dann hole ich mir einen Kampfdruiden, sofern das Geld zum Beispiel ausreicht. Also, das ist dann euch überlassen. Ich schreibe dann in die Kommentare unten, in die Videobeschreibung unten, welche Charaktere es zur Auswahl gibt. Damit ihr euch das jetzt nicht so merken müsst. Ja, als wir das erste Level jetzt mal beendet haben, haben wir alle 6 Episoden freigeschaltet. Ich mache das aber so, dass ich eine Episode nach der anderen mache. So der Vollständigkeit halber. So, den baue ich mal eben hier zusammen. Man kann sich sicher schon denken, was das sein wird. Und zack. Bisschen Geld für mich. Bisschen Geld ist immer gut. So, das erste Level haben wir gemacht. Jetzt kommt das zweite. Invasion von Naboo. Story. Episode 1. Die dunkle Bedrohung. Kapitel 2. Invasion von Naboo. Die Handelsföderation hat mit dem Angriff auf den friedlichen Planeten Naboo begonnen. An Bord des Landungsschiffes landen Qui-Gon und Obi-Wan gemeinsam mit den Invasionstruppen auf Naboo. Sie müssen die Verteidiger des Planeten finden, bevor es zu spät ist. Gut, mache ich dann. Fangen wir mal an. Oh oh. Oh, ich wollte gerade sagen, sie sollten mal ein bisschen aufpassen. So. 1, 2. So. Komm mal her, du blöder Druide. So. Ich kann auch diese Druiden auf diesen Fliegern da umbringen. Die müssen dann aber genau in meine Richtung fliegen, weil sonst sind die mir zu schnell und hauen zu schnell wieder ab. Da, den hätte ich vielleicht erwischen können. Bin mir da nicht so sicher. So, ich mache jetzt hier schon mal den... Ich habe nämlich neulich, ich habe auch noch einen anderen Spielstand bei mir, also meinen privaten Spielstand, sag ich jetzt mal. Da habe ich das Level auch gemacht, wollte da wahre Jedi haben. Aber leider habe ich zu wenig Geld eingesammelt. So, das jetzt müssen wir schnell nehmen. So. Deswegen fange ich hier jetzt schon mal an, die Sachen zu nehmen. Dann brauche ich hier später nicht mehr zurücklaufen. Das wäre ja ziemlich blöd. So. Das Geld einsammeln. Schließlich, wenn wir viel Geld haben, kann ich mir auch, je mehr Geld ich habe, desto mehr Charaktere kann ich mir kaufen. So. Ah, hier hinten sind auch noch Lego-Steine. Ja, die habe ich auch letztes Mal gesehen, aber war dann leider zu spät. Ja, komm. Ach, komm doch her, du blöder Druide. Und soll nicht abschließen. So. Ach, ich habe ja sowieso keinen Blaster. Shit. Egal. Ach, komm, Druide. Schießt der da hinten immer noch? Nee. Ich kann ja auch mit der Macht zurückdrücken. So, und dann
Das habe ich nämlich letztes Mal erst herausgefunden, dass ich den Baum auch... Ach, ich kann den mehrmals... Oh. Okay, das wusste ich noch nicht. So. Sowieso habe ich das Gefühl, dass man bei den, beim PC-Spiel hier komplette Saga mehr Lego-Steine kriegt als so. Oder dort, das habe ich letztes Mal auch schon gemacht, hier den Baum kaputt gemacht. So. So kann ich nämlich auch mehrere Droiden auf einmal kaputt machen. Mini-Kit, den Mini-Kit oder das Mini-Kit, ich weiß es nicht. Nehme ich mir mit. So. Schieß, Droide, schieß. Ach, der sieht uns noch gar nicht. Der sieht uns noch gar nicht. Ja, Droiden waren noch nie die Schlausten. Bis dich. So, nur mit der Spitze berühren und schon fällt der Druide in alle seine Einzelteile. Da sieht man mal wieder, wie stark das Lichtschwert eines Jedi überhaupt ein Lichtschwert ist. Insgesamt finde ich die Bösen, die Sith, finde ich ja irgendwie besser, aber... Es ist ein Geheimnis. So. Die paar Zehner. Na gut, eigentlich sollte ich jedes Geld versuchen aufzuheben, aber... Schafft man nun mal nicht immer. Vor allem, wenn man hier von den Druiden unterbrochen wird. So. Ah. Und dann muss ich ein bisschen Abstand nehmen, sonst bin ich auch tot. Oh, cool, ja. Power up, power up. Yeah. Das konnte man auch noch kaputt machen. Das konnte man noch kaputt machen. Ich hatte mal die Vermutung, dass man das hier auch kaputt machen, das mittlere Teil. Ich weiß es nicht. Versuch's einfach mal. Hopp. Ja, wusste ich doch. Da ist nämlich auch noch eins drin, ne? Das weiß ich noch von früher. Wieder sieht uns nicht, das ist gut. Und tschüss. Sollte auch vermeiden zu sterben, denn sonst verliere ich ein paar Lego-Steine wieder. So, die sammle ich mal eben kurz auf. Was? Ach, jetzt bin ich zu weit vor. Egal, ich kann ja gleich wieder hin. Oh, oh, Jar Jar, du solltest aufpassen. Jar Jar, hinter dir, nicht niesen. Oh, Glück gehabt. Alter, wenn der umgefahren worden wäre, was hätten wir denn ohne Jar Jar gemacht? Du musst nächstes Mal aufpassen, Jar Jar. Na, wo willst du uns denn führen? Okay. Aber zuerst hole ich mir noch die paar Steine, die hier hinten sind. Ich will ja nicht später nochmal das Level machen, um Varahedi zu bekommen. Dann mache ich jetzt lieber Varahedi schon mal. So. Schnell die. Da war ich schon. Okay. So weit bin ich ja gar nicht vorangekommen, okay. Was passiert, wenn ich Jar Jar... Ach, ich kann ihn umdrehen, einfach nur ihn verwirren, schätze ich mal. Dass das Verwirrung sein soll oder so. Na gut, die Hälfte haben wir, glaube ich, schon. Von unserem Vara Jedi da oben. Ein bisschen fehlt noch. Das wird sich aber gleich ändern. Ich schätze mal, ich werde es diesmal schaffen. Gib mir mein Herz. Dankeschön. Ah, jetzt hab ich den falschen angegriffen. Das hat der auch schon wieder gleich nicht tot. Ich muss aufpassen. So, jetzt brauche ich Jar Jar Binks. Na komm. Jar Jar Binks. Einer der Charaktere. Es gibt, glaube ich, zwei Charaktere, die ganz hoch springen können. Das ist einmal Jar Jar Binks und den anderen, den werden wir noch kriegen.
So. Die ganzen Steine hier mitnehmen. Über Doppelsprung machen. So. Nein! Nein! Wie mach es mit mir? Achso. Oh, cool. Gefällt mir richtig gut. Und hopp. Oh, so viel Geld, yay. Oh, ich hab gleich Wahrer Jedi. Hier kann man nur mit dem Kopfgeldjäger hin. Das kann man machen, wenn man hier im freien Spiel ist. Das freie Spiel kann man machen, sobald man... Nein! Oh, was macht der denn so? So. Blöder Droide. Aber einmal sterben ist ruhig. Ist drin, glaube ich. Einmal sterben kann ich ruhig. Solange es nicht zur Gewohnheit wird, so. Oh. Tausender, die gefallen mir. Vor allem, die hört sich so schön an, wenn man die einsammelt. Ja, gleich habe ich Wahrer Jedi. Wahrer Jedi. True Jedi. So, Wahrer Jedi. Geil. Hat mir fast die Sicht genommen. So, du stirbst. Du auch. Ach, blöden Druiden. Druidenabschaum. So. Was ist jetzt denn los? Achso, ich wollte gerade sagen, da war ein klitzekleiner Leck. Aber das war aber auch, als ich offline gespielt habe, bei diesem Level an dieser Stelle, irgendwas ist da nicht ganz in Ordnung, aber macht euch ja bestimmt nichts aus. Es ist nur diese kleine Stelle im Level gewesen und tschüss, Mann. Auch wenn ich jetzt Wahrer Jedi habe, versuche ich trotzdem noch so viel Steine wie möglich aufzusammeln, weil... man sich davon was kaufen kann und ich kann nie viel Steine genug haben. Das habe ich schon 50.000 wieder. Das ist richtig cool. So, das mir gustert mir. So. So. Auch wieder ein paar, aber auch eigentlich brauche ich jetzt die ganzen Kack nicht. Ah, doch, ich glaube, ich nehme das mal mit, das Geld hier, was hier liegt. Irgendwann, weil ich mir hier noch ein Mini-Kit holen kann, aber das hole ich mir jetzt auf jeden Fall. Und zwar, nein, nicht so, so und so. So, das weiß ich nämlich auch noch. Ich habe nämlich damals den Teil 1 bis 3 für den PC gehabt, nicht die komplette Saga, es gab 1 bis 3 und 4 und 4 bis 6 und die komplette Saga hat halt alle, wie der Name auch schon sagt. Und dann habe ich mir mal gedacht, wie schon am Anfang gesagt, am Anfang vom Let's Play, dass ich das hier irgendwie besser finde und deswegen kenne ich 1 bis 3 ein bisschen, also den ersten Teil kenne ich auf jeden Fall, weil das damals mein Lieblingsteil war, weil Qui-Gon Jinn, ich mag ihn nicht einfach. Das ist einer meiner Lieblings-Jedi. Aber den zweiten und dritten Teil, da kenne ich mich dann nicht mehr so gut aus im Spiel hier. So, komm her, du Herz.
So. So, und ich glaube, das war es auch mit dem Level. Ja. Hopp. Oh, eine schöne Stadt. Ihr werdet uns ein Schiff geben. Ja, ich werde euch ein Schiff geben. So, so leicht geht das. Du. Level abgeschlossen, freies Spiel freigeschaltet. Jaja Bings, cool. Den haben wir jetzt, den brauchen wir uns also nicht mehr kaufen. Wahre Steine gesammelt. Jetzt haben wir 100. Ja, wir haben 112.590 Steine. Ziemlich cool. Hey, cool. Ja. Ich wollte gerade sagen, wir haben fast alles. Sehr geil gewesen. Habe ich 7 Minikits eingesammelt. Oha. So, 2 goldene Steine haben wir für Level abgeschlossen und für Varajedi. Gut. Moss Eisley Cantina. Ah, jetzt habe ich Jaja Binks als Partner hier immer in der Kantine rumlaufen. Das ist cool. Das ist sehr cool. Was ist das denn hier? Na los, lade endlich zu Ende. So. Gut, vielen Dank, dass ihr diesmal dabei wart. Ich werde euch dann gleich in die Kommentare, in die Videobeschreibung schreiben, welche Charaktere ich mir gerade momentan alles kaufen kann. Ich guck noch mal neu rein. Vielleicht kann ich mir etwas neu kaufen. Wir haben mein Druidika. Ja, ich kann mir Captain Tarpals und Boss Nass noch kaufen. Gut, dann schreibe ich euch in die Kommentare. Seid beim nächsten Mal unbedingt wieder dabei, wenn es heißt Lego Star Wars, die komplette Saga. Ciao. Mann, ist hier viel los. Ist hier eine Party oder so?